Willkommen beim Rosa See in Westaustralien, Hutt Lagoon. Diese kurze Sequenz ist über Kriegerposen und deine Balance zu finden. Komm an den Anfang deiner Matte. Hab die großen Zehen beisammen und ein bisschen Platz zwischen deinen Fersen. Lass dein Steißbein nach unten schauen und platziere deine Hände auf deinen Hüften. Verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und steige mit dem linken Fuß nach hinten. Der Fuß sollte in einem 45-Grad-Winkel sein, die Hüften gerade nach vorne, das rechte Knie leicht gebeugt. Beim Einatmen strecke die Arme nach oben, ganz gerade. Beim nächsten Ausatmen verschränke deine Finger hinter deinem Rücken, lasse die Arme dabei gerade, strecke die Brust nach oben beim Einatmen. Beim nächsten Ausatmen beuge dich von den Hüften vorwärts nach unten und lass deine Arme über deinen Kopf Richtung Himmel strecken. Achte nun darauf, dass deine Hüften weiter nach vorne schauen. Das heißt, die linke ziehst du nach vorne, die rechte schiebst du nach hinten. Beim nächsten Einatmen komme wieder hoch, löse deine Finger und steige in Krieger 2. Dafür musst du möglicherweise den Abstand zwischen deinen Füßen etwas vergrößern. Dein linker Fuß ist nun parallel zum Ende der Matte, deine Hüften öffnen sich zur Seite, deine Arme sind parallel zum Boden. Atme ein, strecke deinen rechten Arm über deinen Kopf, sodass sich die rechten Rippen dehnen. Dein linker Arm gleitet am linken Bein entlang nach unten. Komme nun wieder hoch. Strecke dein rechtes Bein und lass die Füße parallel zueinander auf der Matte stehen. Zieh nun die Fersen nach innen, sodass du in die Gottpose kommst oder Göttinnenpose. Und lass deine rechten Fersen hochkommen. Und dann die linke Ferse. Und dann die Hüften schön unten lassen und beide Fersen nach oben heben. Halte deine Balance, finde dein Gleichgewicht. Für 4, 3, 2, und 1, setze deine Fersen auf den Boden ab, strecke deine Beine und komme wieder nach vorne an den Anfang deiner Matte. Die großen Zehen berühren sich, zwischen den Fersen ist ein bisschen Platz. Beuge deine Knie für die Stuhlposition Utkatasana. Dein Steißbein zeigt zu Boden, deine Arme Richtung Himmel. Habe deine Bauchmuskeln angespannt und versuche die Knie nicht weiter vorne zu haben als deine Zehen, sodass du deine Zehen noch sehen kannst. Platziere deine Hände auf den Hüften, verlagere dein Gewicht aufs linke Bein und platziere deinen rechten Knöchel auf deinem linken Knie. Wenn du dich stabil fühlst, kannst du die Hände vor der Brust zusammenkommen lassen. Versuch dich so klein wie möglich zu machen, das Knie weiter zu beugen, du wirst eine Dehnung in der rechten Hüfte spüren. Beim nächsten Einatmen komme nun wieder hoch und lasse nun dein rechtes Bein über dein linkes gleiten, sodass du deinen rechten Fuß hinter der linken Wade einhaken kannst. Finde deine Balance, indem du auf ein Drishti schaust, strecke die Arme zur Seite und lass dann den linken Arm über den rechten schwingen und die Handflächen berühren. Beuge dein linkes Knie, halte deinen Oberkörper gerade, fokussiere auf einen Punkt, der sich nicht bewegt, dein Drishti. Beim nächsten Einatmen löse deine Hände und komme wieder zum Stehen mit beiden Füßen auf der Matte. Platziere nun deine Hände wieder auf deinen Hüften, verlagere dein Gewicht ins linke Bein und steige mit dem rechten Fuß nach hinten. Krieger 1 auf der anderen Seite. Rechter Fuß im 45-Grad-Winkel, Hüften nach vorne, linkes Knie gebeugt. Atme ein und strecke deine Arme nach oben. Schön gerade, wie zwei Schwerter Richtung Himmel. Beim nächsten Ausatmen verschränke deine Hände hinter deinem Rücken und strecke die Ellbogen durch. Beug dich von der Hüfte nach vorne und lass deine Arme über den Kopf kommen. Ziehe die rechte Hüfte nach vorne und die linke Hüfte nach hinten, sodass sie weiterhin parallel nach vorne sind. Beim nächsten Einatmen komm wieder hoch, löse deine Finger und öffne dich in den Krieger 2. Lass dein rechtes Bein dafür etwas weiter nach hinten gleiten und den Fuß parallel zum Ende der Matte sein. Die Arme parallel zum Boden, die Hüften offen zur Seite, dein linkes Knie im 90-Grad-Winkel. Beim nächsten Einatmen strecke deinen linken Arm nun über deinen Kopf und lasse deinen rechten Arm an deinem rechten Bein entlang nach unten gleiten. Für den Dancing Warrior, den tanzenden Krieger.
Komm beim nächsten Einatmen wieder hoch. Platziere deine Hände links und rechts vom linken Fuß und steige mit dem rechten Fuß zum linken Fuß nach vorne, sodass sich die großen Zehen berühren und Platz zwischen deinen Fersen ist. Beuge deine Knie so weit notwendig, damit die Hände auf dem Boden sind, und dann bleibe gebeugt, während du die Hände nach oben streckst. Stuhlposition. Dein Steißbein zeigt nach unten, dein Gewicht ist in den Fersen. Verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß und lass deinen linken Knöchel auf dem rechten Knie zum Ruhen kommen. Verlagere dein Gewicht ein wenig in die rechte Ferse und dann strecke dein rechtes Bein so weit, dass du den linken Fuß über das rechte Bein ziehen und hinter der rechten Wade einhaken kannst. Schwinge nur deinen rechten Arm über deinen linken und lass die Handflächen sich berühren. Beuge dein rechtes Knie und komme in den Adler auf der zweiten Seite. Finde dein Drishti, deinen Fokuspunkt, und atme ruhig und gleichmäßig. Beim nächsten Einatmen komme wieder hoch und stelle die Füße nebeneinander. Tadasana, Bergpose. Platziere nun deine Hände wieder auf den Hüften und steige mit dem rechten Fuß nach hinten in einen großen Ausfallschritt. Das linke Knie ist im 90-Grad-Winkel gebeugt, Knie ist über dem Knöchel. Atme ein und strecke deine Arme nach oben. Deine Schultern bleiben dabei entspannt. Deine Hüften zeigen weiter nach vorne, sie sind gleich hoch. Die linke Hüfte zieht nach hinten, die rechte nach vorne, um gleich zu sein. Atme aus und platziere deine Hände links und rechts vom linken Fuß und steige nach hinten in die Liegestützposition, eine gerade Linie vom Kopf bis zu den Fersen und dann in den herabschauenden Hund. Deine Füße sind hüftweit auseinander und parallel und deine Hände sind schulterbreit auseinander. Lasse deine Schultern entspannt bleiben, das heißt, sie ziehen weg von deinen Ohren. Die Schulterblätter gleiten am Rücken entlang nach unten. Steige nun mit dem rechten Fuß zwischen deine Hände für den Ausfallschritt auf der anderen Seite. Atme ein und strecke deine Arme hoch über deinen Kopf, schön und gerade, die Schultern entspannt, die Hüften nach vorne, das Steißbein Richtung Boden, das rechte Knie in 90-Grad-Winkel genau über deinem Knöchel. Atme aus und platziere deine Hände auf dem Boden links und rechts von deinem rechten Fuß und lass die Füße zusammenkommen. Begib dich nun in die Mitte deiner Matte und steige mit den Füßen ungefähr so breit auseinander, wie die Matte breit ist. Die Füße sollten am besten parallel sein, aber wenn deine Hüften noch nicht so flexibel sind, dann kannst du auch einen größeren Schritt machen und die Zehen weiter auseinander haben, als die Fersen es sind. Platziere deine Arme auf die Innenseite deiner Knie und drücke sanft nach außen, während sich deine Handflächen berühren und dein Rücken gerade bleibt, dein Steißbein nach unten zeigt. Verlagere dein Gewicht immer weiter nach hinten, bis du zum Sitzen kommst. Platziere nun deinen rechten Fuß an der Außenseite der linken Hüfte und steige mit dem linken Fuß über das rechte Knie für eine Drehung. Du möchtest dabei deinen Rücken die ganze Zeit schön gerade halten können. Linke Hand platzierst du hinter dich, aber du gibst nicht viel Gewicht in sie hinein, sie ist eher für Stabilisation. Den rechten Arm streckst du nun über dein linkes Knie und drehst dich beim Ausatmen über deine linke Schulter nach hinten. Beim nächsten Ausatmen komm nun wieder nach vorne, löse deinen Ellbogen vom linken Knie und lass deinen linken Fuß nach hinten gleiten, sodass er neben der rechten Hüfte zum Sitzen, Liegen, Ruhen kommt. Wenn das für dich nicht angenehm ist von den Hüften her, dann verwende einen Block oder einen Polster oder rolle deine Matte auf, sodass du ein bisschen höher sitzen kannst. Deine Knie sollten übereinander sein. Lege nun von oben deine rechte Hand zwischen die Schulterblätter und deine linke Hand von unten, sodass deine Hände sich berühren. Wenn nicht, kannst du dafür auch ein Stück Stoff verwenden, ein Handtuch oder ein T-Shirt. Beuge dich nun von den Hüften nach vorwärts, versuche deine Nase über dein Knie zu bringen. Beim Einatmen komm wieder hoch, löse deine Hände und lehne dich ein wenig zurück, sodass sich deine Beine entwirren können und du deinen linken Fuß nun an die Außenseite der rechten Hüfte legst und deinen rechten Fuß über das linke Knie stellst. Du drehst dich nun zur anderen Seite. Die rechte Hand ist hinter dir, dein linker Ellbogen auf der Außenseite des rechten Knies. Beim Einatmen mach den Rücken gerade, beim Ausatmen dreh dich weiter nach rechts über deine rechte Schulter nach hinten. Komme beim nächsten Ausatmen wieder nach vorne und lasse nun deinen rechten Fuß entlang des linken Beins bis zur linken Hüfte gleiten.
Wie gesagt, falls das nicht bequem ist, verwende einen Polster oder einen Block, um deine Hüften zu erhöhen. Linke Hand von oben zwischen die Schulterblätter, die rechte Hand von unten, sodass sich die Fingerspitzen oder gar Hände berühren. Beuge dich von den Hüften nach vorne. Versuche mit der Nase über dein Knie zu kommen. Beim nächsten Einatmen komme wieder hoch, löse deine Hände, lehne dich nach hinten und entwirre deine Beine. Lass nun die Knie auseinanderfallen, sodass sich deine Fußsohlen berühren. Du kannst nun so viel Abstand zwischen deinen Hüften und deinen Füßen haben, wie du möchtest. Es dehnt sich jedes Mal ein kleiner anderer Teil deiner inneren Oberschenkel. Wichtig ist, dass du dich von den Hüften aus gerade nach vorne beugst mit geradem Rücken. Du kannst die Ellbogen leicht in die inneren Oberschenkel drücken und deine Füße mit den Händen wie ein Buch öffnen. Beim nächsten Einatmen kommen wir wieder hoch und überkreuzen nun die Beine für einen einfachen Schneidersitz oder, wenn du möchtest, für einen halben Lotus, indem du einen Fuß auf den Hüftbeuger des anderen Beines legst, oder den vollen Lotus, indem du dann den zweiten Fuß auf den Hüftbeuger des anderen Beins legst. Wichtig ist, dass die Hüften höher sind als die Knie und du gerade sitzen kannst. Lege deine Hände auf deine Knie, schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief ein und aus. Bringe deine Hände vor der Brust zusammen und freue dich, dass du gerade 10 Minuten lang nur für dich Yoga gemacht hast. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.